Ja, hallo, ich bin Thomas Burgstaller heute da zu Gast. Hallo Burgi, du bist ja Servus, gerade, Chris. hallo, du bist ja gerade Meister geworden mit Sturm Graz und gratuliere dich jetzt recht herzlich. Und das ist ja nicht das erste Mal in der Bundesliga Meister für dich, sondern mit Rapid bist du das ja auch schon mal geworden. Für dich, welcher Meistertitel ist da wertvoller von den zwei? Wertvoller, ich glaube, das ist schwer zu unterscheiden. Beide Meistertitel waren sehr, sehr schön. Natürlich der jetzt mit Sturm Graz war umso überraschender und darum ist er vielleicht ein Stück länger zum Einrennen. Ja, jetzt seid ihr in der Champions League Quali einmal dabei. Wenn ihr es schafft, hast du da irgendeinen Gegner, wo du denkst, gegen den möchtest unbedingt spielen? Ja, es gibt da sehr gute Mannschaften auf der ganzen Welt, wo wir es gerade gesehen haben, das Champions League-Finale von Barcelona und Manchester. Also Barcelona hätte ich gar nicht so gern, weil ich glaube, da würde man nicht so gut ausschauen. Aber sonst der Rest kann kommen. Hast du damals mit Sturm Graz, du wirst, ich will jetzt nicht sagen, ein kleiner Bub gewesen sein, weil du bist ja ein großer Bursch, aber die Spiele da schon verfolgt, wie sie in der Champions League gespielt haben? Kannst du dich an die noch erinnern? Ja, natürlich. Ich glaube, es war 2, 3 Jahre eine super Zeit für Österreich, weil sie haben sogar nicht den Aufstieg geschafft. Und das war natürlich ein Traum, wenn wir das auch schaffen würden, aber weil das gar nicht leicht wird. Ja, da wünsche ich natürlich alles Gute für das. Dann hätte ich nur eine Frage, ja, wie um den Mühlviertler Cup, wie du weißt. Und da gibt es auch einen Gabel-Wettbewerb für die Burschen mit 10 Jahren. Ist Gabel deine Stärke? Jetzt müsste ich lügen, wenn ich sage ja. Aber durch das, dass ich Verteidiger bin, muss ich nicht so oft gaulen können wie andere junge, talentierte Fußballer. Und darum überlasse ich es lieber die, die das wirklich kennen. Passt, dann sage ich mal danke. Du hast ja heute noch einiges vor. Ich darf es dir verraten, wir sind da auf dem Polterabend vom Burgi heute und er wird nächste Woche heiraten. Möchte gleich in meinem Namen jetzt und im Namen aller, der was jetzt das Video dann sehen, gleich alles Gute wünschen. An der Frau recht schöne Grüße und Danke sehr. Hochzeitsreise, habe ich gehört, geht es ja nicht aus, weil es Na? dann schon wieder einsteigt, glaube ich, bald ins Training. Richtig, nächste Woche geht es schon wieder los. Wie gesagt, wir bereiten uns auf die Champions League vor. Passt, super. Danke vielmals, dann Gerne, tschüss. gerne.